externen Hinweises zu unserem Workshop im Rahmen des Projektes Toleranz fördern, Kompetenz stärken, hier im Schützengarten sehr herzlich willkommen heißt. Der ganz überwiegende Teil der Menschen in unserer Stadt, in unserem Landkreis, reklamiert für sich ganz selbstverständlich in einer Gemeinschaft leben zu wollen, die auf demokratischen Grundwerten fußt, einer Gemeinschaft, die von einem Klima der Weltoffenheit und der Toleranz geprägt ist. Toleranz ist eine Grundhaltung, die das Miteinander in unserem Gemeinwesen prägen muss, damit wir es gemeinsam weiterentwickeln können und damit wir den Herausforderungen einer sich schnell verändernden Gesellschaft, einer bunter werdenden Gesellschaft, einer älter werdenden Gesellschaft gewachsen sind. Und entscheidend ist auch, dass Toleranz nicht nur von anderen eingefordert wird, sondern auch das eigene Handeln durch Toleranz geprägt ist. Denn ein glaubwürdiges Eintreten für Toleranz kann nur gelingen, wenn sie von möglichst vielen gesellschaftlichen Kräften als Grundprinzip des Miteinanders akzeptiert wird und dieses Prinzip auch aktiv beworben wird. Und das ist ein Grundanliegen des Förderprogramms Toleranz fördern, Kompetenz stärken, das uns heute hier zusammengeführt hat. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich heute am Samstag die Zeit genommen haben, um sich mit uns in diesem Workshop über die Ziele des Programms, seine Ausgestaltung im Landkreis Lahn-Dill und in der Stadt Wetzlar auszutauschen und miteinander daran zu arbeiten, Handlungsleitlinien zu entwickeln. Herzlich grüßen darf ich Sie insbesondere von Landrat Wolfgang Schuster und hauptamtlichen Kreisbeigeordneten Roland Wegrich, die es beide bedauern, heute nicht hier sein zu können, da auf der Landkreisebene unter den Kollegen eine interne Tagung heute stattfindet. Meine Damen, meine Herren, mit meiner kurzen Begrüßung möchte ich verbinden, Sie ein wenig auf die Ziele des Workshops einzustimmen. So steht neben der Vorstellung des Programms an sich, der Arbeitsweisen in dem lokalen Projekt und dem Kennenlernen der Akteure natürlich auch die Vorstellung der Zielsetzung des Aktionsplanes auf der Tagesordnung. Der Schwerpunkt liegt aber auf der Darstellung und dem Bericht über die Ergebnisse der Befragung, die im ausgehenden Jahr 2011 und Anfang 2012 durchgeführt worden ist. Wie Sie wissen, wollten wir mit dieser Umfrage erkunden, ob und gegebenenfalls welche Erfahrungen Organisationen in unserem Fördergebiet mit radikalen Ansichten und Bestrebungen junger Menschen gesammelt haben. Wir wissen alle, und Angela Merkel hat es bei der zentralen Gedenkveranstaltung in dieser Woche ja auch nochmal gesagt, Intoleranz und Rassismus zeigen sich keinesfalls erst in Gewalt, sondern aus Worten können auch Taten werden. Ich denke, auf dieser Grundlage sollten wir gemeinsam heute uns bemühen, Handlungsansätze für unseren Bereich zu entwickeln und dies soll insbesondere auf den Erfahrungen des Vormittags im Nachmittagsteil der Veranstaltung gemeinsam im Rahmen einer beteiligungsorientierten Arbeitsform in der Form des World Cafés erfolgen. Die Zusammensetzung des heutigen Workshops mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern der angesprochenen Altersgruppe, mit Personen aus dem pädagogischen Bereich, aus den Schulen, mit Vertreterinnen und Vertretern von Verbänden, Vereinen, von Schulen und Kirchen und den Jugendhilfeträgern sowie mit Repräsentantinnen und Repräsentanten aus dem politischen Bereich ist unsere Veranstaltung gut besetzt. Dies lässt auf interessante Gespräche, dies lässt auf gute Ergebnisse hoffen. Ich wünsche uns miteinander einen interessanten Tag. Ja, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jörg Schmidt. Ich bin für die interne Koordination des Förderprogramms zuständig und hoffe natürlich auch, dass wir heute gemeinsam einiges zusammen erarbeiten können, was uns inhaltlich weiterbringt. Wie Herr Wagner schon gesagt hat, werde ich jetzt noch mal kurz so auf die grundsätzlichen Ziele eingehen, die wir uns erstmal gesetzt haben. Es ist nicht so, dass das abschließend ist, aber damit man erstmal eine Orientierung hat, in welche Richtung man arbeiten möchte. Und wollen das natürlich auch mit Ihnen gemeinsam weiterentwickeln. Ich muss jetzt, da haben wir ein kleines technisches Problem, immer mal kurz umswitchen auf die nächste Seite. Hier sehen Sie jetzt die grundsätzlichen Projektziele, die wir uns gesetzt haben. Das erste war, junge Menschen erkennen die Werte von Demokratie und Interkulturalität und grenzen sich von radikalen Gruppierungen ab. Ich denke, das ist jetzt erstmal eine sehr allgemeine Zielsetzung. Das ist auch wie so ein Oberziel gedacht, was wir natürlich dann konkret in einzelnen Projekten auch unterbrechen wollen und umsetzen möchten.
Dann das Zweite, die pädagogischen Fachkräfte in Wetzlar und im Land-Dill-Kreis werden zu Erscheinungsformen von Extremismus, Fremdenfeindlichkeit geschult und bei konkreten Vorfällen unterstützt. Das beruht auch darauf, dieser Ansatz, dass wir gesagt haben, es gibt immer wieder einzelne Vorfälle, die dann unter Umständen auch Menschen, die im direkten Kontakt mit jungen Menschen stehen, erstmal unter Umständen auch überfordern oder überraschen. Und es geht auch darum, wie kann man damit umgehen und auch präventiv wirken. Da wollen wir einfach eine Unterstützung entwickeln und da sind wir auch speziell auf Ihre Anregungen angewiesen, um da gute Ansätze zu entwickeln. Das dritte Ziel ist dann, es entsteht sowohl ein Netzwerk im Land Dill-Kreis und Wetzlar, das sich für Toleranz und Vielfalt einsetzt, als auch ein Frühwarnsystem, das radikale Bestrebungen im Gemeinwesen aufzeigt. Frühwarnsystem ist jetzt erstmal ein großes Wort. Ich sage ganz ehrlich, wir haben noch keine ganz konkrete Vorstellung, wie das aussehen wird. Aber wir haben gesagt, es ist uns wichtig, dass wir, wenn es irgendwo rechtsradikale oder überhaupt radikale Bestrebungen gibt und das so langsam anfängt zu brodeln, dass wir nicht von sowas überrascht werden, sondern dass wir wirklich auch, ich höre gerade, ich muss ein bisschen näher ans Mikro gehen, dass wir auf jeden Fall die Möglichkeit haben, da rechtzeitig zu agieren, ja, möglichst natürlich präventiv, aber auch wenn es zu solchen Aktionen kommt, dann aber auch mit angemessenen Reaktionen und dass man nicht überrascht wird. Und das wäre also ein Anliegen, dass wir da gemeinsam was entwickeln. Und das vierte Ziel ist, es gibt eine gute Zusammenarbeit mit den Medien, die Öffentlichkeit für die Werte von Demokratie und Toleranz sensibilisiert. Ich denke, das ist insgesamt wichtig, wenn man mit solchen Inhalten arbeitet, man muss eine öffentliche Unterstützung herstellen. Ja? Und da haben wir sicherlich schon Wege gefunden, dass wir mit der Presse gut zusammenarbeiten, ist aber auch etwas, was man immer weiter ausbauen kann. Und wir wollen auch eine Internetseite einrichten zu dem Thema. Das heißt also, das ist etwas, was immer weiterentwickeln müssen, um da halt auch gut in die Breite wirken zu können, damit wir immer mehr Menschen erreichen und dieser Netzwerkbegriff eben nicht eine hohle Linse bleibt. So, und das fünfte Ziel ist dann, es gibt regelmäßig zielgruppenspezifische Veranstaltungen, die Ziele des LAPs thematisieren. LAP muss ich vielleicht kurz erklären, das ist der lokale Aktionsplan. Und ein lokaler Aktionsplan ist also das, was im Grunde genommen im Rahmen des Förderprogramms vor Ort entwickelt wird, um diese Ziele, die ich hier genannt habe, unterstützen zu können. Und das muss natürlich auch inhaltlich vorbereitet werden, auch in kleineren Treffen, wo man sich zusammensetzt und inhaltlich wirklich zu einzelnen Zielsetzungen was ausarbeitet und an den weiterentwickelt, diesen LAP. Und da sind wir halt dran. Jetzt gehen wir nochmal zur nächsten Seite, wo ich Ihnen dann mal kurz erläutere, wie überhaupt die Struktur aufgebaut ist, wie wir das Förderprogramm hier vor Ort vorantreiben wollen. So. Das sind die Organisationsstrukturen, die wir momentan also schon auch so weit stehen haben. Ich gehe mal von oben nach unten die einzelnen Positionen durch. Also es gibt einen Begleitausschuss, in dem Vertreter von Kommunen, Ämtern und Vereinen sonstige Initiativen beraten und entscheiden. Das heißt, es ist ein ganz zentrales Gremium, so wie es auch hier dargestellt ist. Denn in dem Begleitausschuss wird im Grunde genommen inhaltlich sowohl gearbeitet, indem wir versuchen, die Dinge fortzuentwickeln, die wir jetzt angestoßen haben. Aber es werden dort auch Entscheidungen getroffen, welche Projekte gefördert werden. Wir haben ja auch Mittel zur Verfügung, um einzelne Projekte zu fördern, die im Grunde genommen fast alle, die Sie hier sitzen, vorschlagen können. Ja? Und dort wird dann eben eine Entscheidung getroffen und die dann im Grunde genommen nur nochmal von der Regiestelle überprüft wird, ob sie formell richtig war. Also das ist, sage ich mal, ein ganz zentraler Punkt. Dann gibt es ein begleitendes Coaching, auch sowohl für den Begleitausschuss wie insgesamt für unser Projekt. Da wird sich nachher die Frau Wilmers noch vorgestellt, die uns da unterstützt. Wir haben dann die lokale Koordinierungsstelle, das sind praktisch ich, jetzt bei der Stadt Wetzlar, der die Steuerung der Abläufe übernimmt, die Planung von Projekten, Öffentlichkeitsarbeit und auch die Mittelverantwortung hat. Das heißt also, im Grunde genommen läuft bei mir so ein bisschen die Fäden zusammen, die ganze Verwaltungsarbeit, was manchmal sehr viel ist, aber okay. Und dann nochmal eine wichtige Position, die externe Koordinierungsstelle, die Frau Hans, die sich auch gleich vorstellen wird, die wirklich für Sie als Ansprechpartnerin ganz wichtig ist, wenn es darum geht, einzelne Projekte anzuschieben und wirklich vor Ort was umzusetzen. Denn da ist sie die Schnittstelle zu Ihnen, die im Grunde genommen die Verbindung herstellt, die sie berät, unterstützt, sodass wir dann inhaltlich auch vorankommen bei den einzelnen Projekten. Und natürlich geht es, wie man dann unten sieht, um möglichst viele Projekte, die zur Umsetzung dieser Ziele dienen und die wir auch umsetzen wollen.
Ja. Und das haben wir schon einige Projekte angeschoben, aber es ist sicherlich etwas, wo wir natürlich jetzt noch ganz viel dieses und nächstes Jahr machen wollen, um dann im Endeffekt auch an unseren Zielen uns auch messen lassen zu können, uns da anzunähern. So, und jetzt auf der nächsten Seite zeige ich Ihnen nochmal so ein paar Aussagen zu dem Förderprogramm insgesamt. Das ist also jetzt, sage ich mal, ein Zeitplan, wo wir jetzt momentan uns befinden. Wir haben also jetzt erstmal die Entwicklung des LABs, hat im Grunde genommen im November 2011 begonnen. Das heißt, wir hatten einen relativ langen Vorlauf, aber auch weil erst seit Mai 2011 überhaupt klar war, dass wir in der Förderung drin sind. Und dann mussten wir sehr viele Grundlagenarbeiten im Grunde genommen erstmal leisten, um überhaupt eine vernünftige Struktur zu haben, auf der wir arbeiten können. Und Inhalte, da ist Herr Wagner ja eben auch schon kurz darauf eingekommen, es hat eine Erstellung einer Situations- und Ressourcenanalyse gegeben. Das war uns ein ganz wichtiger Baustein, auch eines unserer ersten Projekte. Da werden wir die Ergebnisse näher nochmal ausführlich dargestellt bekommen. Es ging darum, diese Handlungsziele, die ich eben benannt habe, erst schon mal zu benennen, aber jetzt auch schon mal Überlegungen anzusetzen, wie wir die weiter runterbrechen können, damit es genauer wird und auch wirklich umsetzungsorientierter. Wir haben schon erste Projektideen umgesetzt auch und einige schon, die wir, sage ich mal, jetzt noch so in der Pipeline haben, wie man so schön sagt. Das heißt also, Ideen sind da, aber die müssen halt noch in konkrete Projektformen gebracht werden. Wir haben schon Einzelprojekte angeschoben, da sollen natürlich jetzt noch sehr viel mehr kommen. Und ich sage mal, Anstoß von Prozessen, Netzwerkstrukturen, da denke ich mal, ist ganz zentral das, was wir heute auch hier machen. Gerade wenn es um Netzwerkstrukturen geht, denn es ist ja kein Zufall, dass wir jetzt heute hier zusammensitzen, sondern es geht darum, dass wir wirklich gemeinsam auch was erarbeiten und weiterentwickeln. Und wie Sie hier vorne bei den Listen schon gesehen haben, ist es uns wichtig, dass wir auch auf Dauer mit Ihnen in Kontakt bleiben können und Sie auch weiter in die Arbeit einfach einbinden können. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen, weil wir ja gemeinsam was erreichen wollen. Jetzt gehe ich nochmal kurz auf eine Seite weiter. Das ist jetzt, sage ich mal, für heute der Ablauf. Und an dieser Stelle würde Ihnen jetzt, sage ich mal, die Frau Wildners nochmal einige Positionen dazu sagen, wie heute die Veranstaltung ablaufen wird. Anhand dieser Übersicht wird sie Ihnen das nochmal erläutern. Und dann können wir das, also dann wissen Sie auch, auf was Sie sich heute eingelassen haben, im weiteren Tagesablauf und haben so eine Vorstellung auch von der Zeitschiene her, wie das Ganze ablaufen wird. So, das war jetzt nochmal mein Beitrag am Anfang und wie gesagt, ich hoffe auf ein gutes Gelingen und dass wir gemeinsam einiges anschieben können. Bis nachher. Handlungen dann auch umzusetzen.
Und so sind Sie sehr herzlich eingeladen. Herr Schmidt hat es auch gesagt, wir würden es gerne kommunizieren, wir würden gerne mit Ihnen weiter zusammenarbeiten. Aus diesem Grunde sage ich auch auf Wiedersehen. Ein herzliches Dankeschön, dass Sie die Zeit mitgebracht haben, dass Sie auch die Mittagspause nicht genutzt haben, um zu sagen, jetzt verabschiede ich mich, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Für mich war es ein wertvoller Tag und auf eine gute weitere Zusammenarbeit. Alles gut.